Weit ist das gestern. Ex-Beatle Ringo Starr, der Joker im Pilzkopfquartett, verkauft bei Liberty's in London selbstgebastelte kinetische Spielerei. Ich habe das Ding hier noch eins getauft. Warum? Weil die Leute ins Geschäft gehen und sagen, kann ich bitte noch eins haben? Und dann sagen die Leute zu ihnen, haben Sie schon eins? Ja, und damit hat alles angefangen. Einer fragte mich, haben Sie eine Idee für eine Diskothek? Wohl, weil er meinte, ich hätte mein ganzes Leben in Diskotheken verbracht. Da machte ich ihm einige Vorschläge. Darauf hat er seine Stellung verloren. And seeing I've lived half my life in, I gave him a few ideas, which lost him the job. Und dann habe ich das zusammen mit meinem Freund entworfen und damit fing's an. And that's how it started. Well, as you can tell, wie Sie sehen, ist das hier ein alter englischer Kamin. Der Gedanke, der dahinter steckt, dass man von dem normalen Viereckigen wegkommt. Ich meinte, rund würde er besser aussehen, so wie ein schmalzgebackener Kringel, so appetitlich. Und dieser Kamin passt überall hin. Auf den Boden, auf halbe Höhe oder unter die Decke, wenn man groß genug ist. And it can fit anywhere on the wall, from, you know, on the floor, halfway up the wall like this is, or up on the ceiling if you're very tall. Noch berechnet Ringo Starr seine Popularität mit Liebhaberpreisen. Ein Kamin 3000 Mark, eine futuristische Wasseruhr oder eine Zigarettendose 60 bis 150 Mark. Dieser Mehrzwecktisch 5000. Und was ist übrigens mit den Beatles? Was ist mit ihnen? Kommen sie wieder zusammen? Nein, es gibt keine Gruppe die Beatles mehr. Das ist zu Ende. Aus, vorbei, yesterday. Gestern verdiente jeder Beatle noch 9 Millionen Mark jährlich. Gestern noch beeinflussten sie Musik und Mode, waren sie Symbol von Swinging London und Britanniens Exportartikel Nummer 1. Gestern noch. Heute, vor genau 6 Jahren, zeichnete die Queen die berühmteste Popgruppe der Welt.